Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zum Themenbereich Geschwindigkeiten an. Ein aufwendigeres Beispiel, ich teile es auf mehrere Videos auf. Der genaue Text ist unten in der Videobeschreibung oder auf deinem Arbeitsblatt. Ich gehe es noch einmal durch. Es geht um den Florian und um den Karl. Sie fahren von Hollabrunn nach Korneuburg. Hollabrunn nach Korneuburg. Wir wissen vom Florian, dass er mit einer Geschwindigkeit von 18 km/h fährt und wir wissen, dass er insgesamt 2,25 Stunden unterwegs ist. Vom Karl wissen wir, wann er wegfährt und dass er ein wenig langsamer als der Florian fährt. Und wir wollen uns berechnen, wann der Karl in Korneuburg ankommt. Das wird unser Endergebnis dann sein. Beginnen müssen wir mit dem Florian. Das heißt, die Angabe vom Karl lassen wir jetzt einmal weg. Wir wissen vom Florian die Geschwindigkeit, die kmh, und wir wissen, wie lange er unterwegs ist. Das heißt, wir können uns die Wegstrecke von Hollabrunn nach Korneuburg einmal berechnen. Die brauchen wir, dass wir dann mit dem Karl weiterrechnen können. Beginnen wir wie immer mit unserer Formel V ist gleich S durch T und suchen uns die Werte, die wir gegeben haben und somit auch die Werte, die wir suchen. Wir kennen die Geschwindigkeit von Florian, 18 km/h. Wir suchen die Wegstrecke S Space in Kilometer, das heißt die Entfernung von Hollabrunn nach Korneuburg. Und wir kennen die Zeit. Der Florian ist unterwegs 2,25 Stunden. Mit 2,25 Stunden können wir nicht so gut rechnen, wir brauchen eine Dezimalzahl. Können wir aber ganz leicht umwandeln, das geht sogar im Kopf, wenn wir das wissen, ein Fünftel ist 0,2, 2 Fünftel ist 0,4. Also ist 2 Fünftel 2,4 Stunden. 2,4 Stunden ist der Florian unterwegs. Okay? Und somit können wir uns schon die Wegstrecke ganz leicht ausrechnen. Wir setzen nur ein. 18 ist die Geschwindigkeit, ist gleich. S, den Weg suchen wir. Und die Zeit haben wir uns gerade überlegt. 2,4 Stunden ist er unterwegs. Wir wollen uns S ausrechnen. Wir wissen, wir brauchen hier Äquivalenzumformungen, Gegenoperationen. Hier steht dividiert. Die Gegenoperation zu dividiert ist mal. Wir wollen 2,4 auf die andere Seite bringen, mal 2,4 und somit wandern die von rechts nach links und steht links jetzt 18 mal 2,4 ist gleich S und wir können uns ganz leicht den Weg berechnen. S ist gleich 18 mal 2,4, entweder mit einer Nebenrechnung oder mit dem Taschenrechner. Das ergibt exakt 43,2 Kilometer. S Space der Weg. 43,2 Kilometer ist die Strecke von Hollabrunn nach Korneuburg. Das ist unser erstes wichtiges Zwischenergebnis. 43,2 Kilometer ist die Strecke von Hollabrunn nach Korneuburg. Haben wir uns berechnet mit Hilfe nur vom Florian, vom Karl haben wir noch gar nicht gesprochen.
indem wir die Geschwindigkeit und die Zeit verwendet haben und die Zeit uns in eine Dezimalzahl vorher umgewandelt haben. Und wir kennen jetzt einmal den Weg. Alles klar?